Yo Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und wie versprochen, kommt heute mal wieder Minecraft Maps, genau. Und ich habe heute ja angekündigt, dass ich mal etwas anderes zeige in Minecraft Maps. Und zwar eine alte Serverwelt, die wir früher mal gezockt haben. Und zwar haben wir das im Juni 2013 gemacht. Da haben wir einen kleinen Server gehabt damals, Juni 2013 hat das begonnen. Das hat sich ein paar Monate gezogen. Wir waren da relativ aktiv immer. Ich kann da auch im Laufe der Videos, ich möchte 5 Videos machen, by the way, ich kann da noch mal einiges zu erzählen. Es gibt auf jeden Fall viel zu erzählen hier zu der Welt. Es stecken viele Erinnerungen hier drin, muss ich ja sagen. Deswegen möchte ich das unbedingt noch mal zeigen in Minecraft Maps, was ja jetzt auch schon lange nicht mehr kam, ne? Aber letztens in Staffel 8 habe ich ja angekündigt, dass ich das noch mal machen möchte. Und ja, hier bin ich, genau. Und es wird gerade Nacht, das heißt, ich sollte mich vielleicht mal schlafen legen. Wir werden hier einfach uns ein bisschen umgucken in den nächsten Videos und ja, hier durchgehen und ein bisschen hier was Cooles machen. Ich gehe erstmal schlafen. Ich sag mal noch gar nichts zu der Stadt. Das gucken wir uns alles gleich im Einzelnen an. Ich gehe erstmal hier in meinen Kabuff. Das ist der größte Raum ever, ne? Das beste Schlafzimmer auf jeden Fall. So, ja, dann mal wieder raus hier und da schön die Türen schließen. Und dann gucken wir mal hier. So, wir sind auf jeden Fall hier am Spawn. Wir haben das gerade gesehen. Warte mal, jetzt komme ich nicht mehr dahin. Ach, das war immer ein Problem hier, dass man da nie hinkam. Hier ist auch ein Hausbaum oder so. Hier kann man hoch? Nee. Es war bestimmt geplant, da noch hochgehen zu können. Ja, auf jeden Fall hier war der Spawn. Hier vorne. Genau, hier ist man immer gespawnt. Und hier konnte man irgendwie nichts mehr abbauen. Deswegen sieht es ja so verwüstet aus, ne? Und hier war das erste Haus. Das hatte ich leider nicht mitgekriegt, da war ich noch nicht mit dabei. Der Server war von 3 Kumpels ursprünglich. Und zwar, ich nenne sie mal, Fisti, Joni und, Benny. So nenne ich sie mal, die drei. Weil so heißen sie tatsächlich. Ja, auf jeden Fall die drei waren hier. Und, ich kam dann irgendwie erst so 4 Wochen später dazu. War ein bisschen blöd, dass ich dann erst so spät dabei war. Und das war damals ein Server, das war Cracked. Und das war ein bisschen speziell, denn ja, wir haben immer, wir konnten immer nur online kommen, wenn der eine seinen Rechner anhat und den Server laufen ließ. Und wir haben das über Hamachi gemacht und ja, man kann sich vorstellen, dass das ziemlich spartanisch dann immer war. Und der Server war halt zwischendurch auch mal wochenlang offline. Und deswegen hat es dann irgendwie uns auch die Lust geraubt. Es gab außerdem immer mal ein paar technische Probleme. Da ging mal was nicht, dann gab es mal Relay-Tunnel bei Hamachi und bla bla bla. Keine Ahnung. Ich denke mal, man kennt das, wenn man das selber schon mal gemacht hat. Und ja, war auf jeden Fall immer nicht so cool. Allerdings war es immer umso geiler, wenn man dann einmal hier auf dem Server war und was machen konnte. Das war echt ein geiles Feeling so. Und ja, hier gehe ich mal in das Starthaus. Kenne ich ja leider nicht mehr so gut. Aber hier sind auch einige Sachen drin, ne? So, dann gucken wir mal hier. Ehemaliges Hauptquartier, genau. Hier die Melonenfarm ist auch alles komplett kaputt. Da ist irgendwie, ja, seit Jahren keiner mehr gewesen. In der Kiste, was waren da noch? Aha, ja, halt viel Müll in den Kisten immer, wie man merkt. Und ja, dann geht's hier weiter. Hier war wahrscheinlich die erste Mine. Ich glaube, hier haben sie sich damals so aufgebaut. Das war so der ganz Anfang. Hier war so ein Zaun. Das soll wahrscheinlich so eine zerfallene Mine darstellen oder so. Dann hier, ja, einfach so ein Zaubertisch nochmal mit der Jack-O-Lantern. Die kenne ich auch noch. Dann geht's hier runter. Huch. Ach ja, stimmt, hier war das Nether-Portal. Das bestimmt aus wegen den Versionen, wegen dem Wechsel. Das muss ich dann nochmal anmachen. So, dann gehen wir hier runter. Was ist denn hier noch? Hier ist noch ein freier Raum. Okay. Ja, hier ist man dann halt mit einem Minecart runtergefahren irgendwie. Und hat dann hier alles entdeckt. Hier war noch eine Höhle. Gehe ich jetzt mal nicht rein. Ich bin ja schon so wie Gronkh. Der geht auch in jede Höhle. Ja, bei Life in the Woods zumindest. So. Ach, guck mal hier. Lol. Ja, stimmt hier. Da waren die Gänge ewig weit. Die Mine war dann auch sehr schnell erschöpft schon. Also als ich drauf war, war die Mine auf jeden Fall schon erschöpft. Und da hat man dann schon eine andere Mine begonnen. Und die hatte dann sogar schon eine Verbindung zu der anderen Mine. Obwohl die eigentlich relativ weit weg war. Also wir haben ja echt mega viel gegraben. Guckt euch das an, Alter. Holy shit, ey.
Gut, hier haben wir uns immer nur im Kreis gegraben, aber hier bisschen mehr. Hier ist halt der Hauptgang, ne? Ja, also das war echt krass hier, Alter. Guckt euch das an. Hier wurde auf jeden Fall gewütet. Genau, hier ging es dann schon zur anderen Mine, Alter. Hier war die andere Mine, die haben sich einfach hier schon verbunden. Ja, und hier ging es dann irgendwo hoch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wo. Das hatte ich ja noch freigeschaufelt damals, das weiß ich noch. Möglicherweise stammt diese Fackel von mir. Okay. Ja, dann ging es halt hier hinten noch weiter. Das war einfach mega krass, was wir hier gebaut haben, Alter. Ja. Boah, war das viel. Ich gehe mal wieder zurück, genau, und dann gehen wir wieder hoch. Ich möchte nämlich die Stadt mal so im Einzelnen zeigen, so alles mal vorstellen, so ein bisschen. Ich hoffe mal, das kriege ich auch ganz gut hin. Ich weiß noch nicht. An einige Sachen kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern, deswegen wird es vielleicht an einigen Stellen schwierig für mich, das Video ordentlich weiterzuführen, eventuell. Weil ich dann so stocken bleibe, so, hä, was war denn hier nochmal? Und keine Ahnung. Also, da muss ich mich dann selber halt quasi erstmal erinnern. Und hier, genau, da sind wir dann schon einen Layer noch runtergegangen auf Bedrock-Ebene und haben hier nochmal gegraben. Alter, das waren Zeiten. Das sage ich euch. Ich bräuchte mal Holz, ne? Ja, damit ich mal ein paar Fackeln machen kann und so. Ich gehe dann erstmal wieder hoch. Zack. Lol. Ach so, das kommt von der Lava. Ich dachte schon, hä? Ist da ein Dropper mit einem Dingens? Ne, ein Dispenser mit einem Feuerzeug oder so. Mann, woran ich ja immer gleich denke bei sowas. Gleich an die kompliziertesten Sachen. Naja, auf jeden Fall gehen wir hier hoch. Und Eier haben wir auch. Wären da jetzt Hühner rausgekommen, ich sag euch, das wäre kein gutes Zeichen gewesen. Hashtag Hühnerhöhle confirmed. So. Dann mal hier hoch. Ja, geht mal eigentlich mit dem Minecart, ne? Ist jetzt ein bisschen blöd wieder von mir gewesen, dass ich da so runtergegangen bin, ne? Aber egal. Haben wir hier noch eine kleine Kakaobohnenfarm. Ja, auch mit dem Wasser, das führt auch noch irgendwo hin. Wo geht denn das hin? Das fließt hier lang. Lol. Nee. Ah, stimmt. Hier war noch ein See drunter oder so. Oder nee, ein Loch. Ach, keine Ahnung, keine. Was weiß ich, ist ewig her. Ich kenne mich hier selber nicht mehr so gut aus. Hier war auf jeden Fall noch so eine Statue. Als Dankeschön für die tolle Zeit mit euch. Ich weiß aber nicht mehr, wer diese Statue gebaut hat. Das weiß ich nicht. Das stand auf jeden Fall schon da, als ich hier auf dem Server war. Ich glaube, das war Alex. Ich glaube, das war Alex hier. Der Typ. Ja. Das hat Alex gebaut. Das war nämlich noch ein Vierter dann, der vor mir da war. Und ich glaube, ich habe ihn dann quasi abgelöst, so, ne? Ich weiß es nicht genau. So, und hier haben wir noch einen Stall. Das war auch schon alles da. Dann hier Kühe. Und, ja, dann hier noch ein kleiner Turm. Das soll so ein Leuchtturm sein. Da war ich ja schon drin am Anfang. Gibt's nicht viel zu sehen, haben wir ja schon gesehen, ne? Ist einfach so ein Feuer oben und ja. Gut, dann gucken wir mal hier weiter. Was haben wir hier noch? Hier ist das Lagerhaus. Natürlich gemeinschaftlich. Wo auch, ja, viel Schrott noch drin ist, muss ich ja sagen. Ich guck mal, ob ich Holz kriege. Löwenzahn, Lore. Ja, so Eisenzeug eben. Ah, hier Essen. Hol ich mir noch mal ein Stack. Gaylord Wolle, das hab ich gemacht damals. Oh Mann. Und in jeder Kiste waren irgendwie Feuersteine. Achtet mal drauf. Hier nicht. Gut, hier auf der Seite nicht so schlimm, aber auf der anderen Seite waren überall Feuersteine drin. Das war auf jeden Fall immer ein Chaos. Hier sind nur Feuersteine. Hier oben sind welche. Da mal nicht. Hier sind wieder welche. Und Holz. Das nehme ich mir mal. Hier sind keine Feuersteine. Oho, aber hier. Ja, überall. Und in der Ender Chest habe ich noch ein paar Schneebälle, ne? So, ich hatte ja ein bisschen Stress tatsächlich am Anfang, um die Welt wiederherzustellen. Die war ja vom Server damals, von Cracked, und ich musste dann erstmal das wieder auf den Server ziehen. Das war noch mit der 1.5. Ich musste das auf den 1.5er Server ziehen und dann mich mit allen Accounts einloggen, die hier drauf gespielt haben, und dann habe ich die ganzen Inventare erstmal ausgeräumt, damit ich dann das als Singleplayer-Welt benutzen kann. Und ich bin jetzt auch in 1.94, ne, ganz normal. Gut, hab das also ein bisschen konvertiert quasi, so bin die Versionen durchgegangen. Hat ein bisschen gedauert, aber dafür habe ich jetzt die Welt erstmal wieder auf Vordermann gebracht. Und ja, ich könnte jetzt auch jederzeit wieder auf den Server ziehen, wenn wir das denn wollten. Ja.
So, dann kann ich erstmal die Häuser hier zeigen. Das war von den drei Hauptleuten, von denen das Server ja war. Hier einmal Fisti, der hat hier gewohnt. Dann hier, ja, Benny. Hatte ich ja am Anfang schon erwähnt, der hat ja ein kleines Haus mit einem Kühlschrank oben und diesem Butterbild, das kenne ich auch noch. Und hier eine leere Truhe. Sollte ein Geheimversteck wahrscheinlich sein. So. Ja, dann hier unten haben wir noch eine Truhe. Ah, da gibt's nichts Krasses, oder? Und dann geht's hier noch runter. In einen Keller. Das hier soll wahrscheinlich so ein Kochinsel sein oder so. Und ja, auch mit ein bisschen der Wand und so. Hier geht's dann in den Nachbarkeller. Der ist von mir, den zeige ich gleich. Ja, dann gehen wir mal wieder raus. Also die Häuser sind alle relativ klein gehalten. Der da hat gar keins, also gar nichts in seinem Haus. Brauchen wir gar nicht reingucken, lohnt sich nicht. So, hier, das hatte ich vorhin noch ausgeräumt, hier das Zeug. Das war nämlich noch in seinem Inventar. Und ja, das mit der Welt hat sich tatsächlich ein bisschen schwieriger gestaltet, die zu kriegen. Ich habe da monatelang den Typen gefragt, yo, gib mir mal die Welt, yo, gib mal. Und der hat es immer wieder vergessen. Und jetzt hat er sie mir endlich per E-Mail geschickt. Allerdings war es so, dass wir, ja, dass er mir nur ein Drittel der Chunks geschickt hat, die es auf der ganzen Welt gab. Das heißt, ich habe nur die Spawn-Umgebung. So, keine Ahnung, 1000 Blöcke in jede Richtung habe ich hier. Aber den Rest habe ich nicht gekriegt. Den sendet er mir eventuell noch. Keine Ahnung, vielleicht macht das noch. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Aber ich glaube, das ja, wird dann auch wieder in Vergessenheit geraten. Es war ein sehr langer Weg, bis ich diese Map hatte, auf jeden Fall. Das war schon mal klar. Ja, ich gehe erstmal schlafen und erzähle in der Zeit mal ein bisschen weiter. Auf jeden Fall, ja, das war einfach mega. Und ich kann da mal kurz die Geschichte erzählen. Wir waren ja, oder nee, ich erzähle die Geschichte am besten, während ich hier durchlaufe noch. Also jetzt sind wir so ungefähr im Juli 2013, wo ich ja auch auf dem Server war. Ja, genau, das hier ist halt mein Haus. Ne? Signitz. Wegen meinem Minecraft-Namen Sig99 wahrscheinlich haben die das hingeschrieben. Und hier sind noch ein paar Dinger. Das hier ist halt die Stadtmauer. Ich zeig dann die Stadt auch nochmal von außen und alles, keine Sorge. Ja, genau, hier ist noch eine Truhe. Das eine Fichtenholz kenne ich auch noch von damals. Und hier, kann man hier durch? Nee. Hatte ich auf dem Dachboden eigentlich noch was? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall relativ hässlich gebaut, nur mit Cobblestone. Ich war halt sehr uneinfallsreich damals. Ich wollte einfach nur ein Haus haben. Und ja. So, dann hier weiß ich auch nicht, was wir da vorhatten. Das ist jetzt auf jeden Fall mein Keller. Ne? Tatata. Hier der Durchgang. Und ja, da gucken wir gleich lang, da unten. Beziehungsweise wollen wir da jetzt direkt durch? Ich weiß es gar nicht. Hier ist auf jeden Fall noch so eine kleine Falle. Ich wusste nie, was die machen sollte, aber keine Ahnung. Die haben es ja halt gebaut gehabt. So. Zack. Dann, ja, hier so ein kleiner Turm. Ist halt die Stadtmauer. Das war auch das letzte Fleck, was irgendwie frei war, wo ich mein Haus hinbauen konnte, ne? Das war auch noch geil. Alter, vor allem die Häuser sind einfach nur 5 Blöcke breit, ey. Das auch. Das war krass einfach nur. Ich glaube, das hier war das Haus von Alex. Genau, steht hier dran. Ja, der hat ja ein tolles Haus. Ich glaube, der war tatsächlich vor mir auf dem Server und da hat auch dann die Statue gebaut, ne? Ich glaube, so muss es gewesen sein. Ja. Und dann bin ich halt gekommen. Genau. Und dann hat man ja auch ein Gemeinschaftshaus noch. Mit einem kleinen Sessel oder was. Hier ging es noch nach oben. Stimmt. Und was war hier noch? Gar nichts. Lol. Hier ist eine kaputte Treppe. Geil. Der Dachboden lohnt sich. Ich finde es auf jeden Fall schön. Es ist alles so gemütlich und klein irgendwie gebaut. Und es hat irgendwie alles was, ne? So, hier ist auch noch was drin, ganz viele Betten. Wollten sie wahrscheinlich noch hinstellen. Und ja, hier haben wir noch eine Schmiede, da gucke ich mal von hinten rein. Da haben wir noch Gold und ein bisschen Farmzeug. Schnee auch noch. Ja. So, noch irgendwas. Da haben wir noch eine Windmühle. Genau. Da gibt es auch von innen eigentlich nicht viel zu sehen. Das ist, glaube ich, ein bisschen der Windmühle von Gronkh damals nachempfunden, die er ja auch in seinem Let's Play hatte. Ja, gibt's aber auch nicht viel zu sehen, wie gesagt. So. Dann gucken wir mal. Ich mache hier mal zu. Hier haben wir auf jeden Fall eine Kartoffelfarm.
Das ist einfach so eine automatische Farm, so eine Erntemaschine, kann man sagen. Und ja, hier ist noch ein bisschen Redstone versteckt, deswegen ist ja dieser hässliche Hügel. Eigentlich sollte der nämlich weg, wie man hier sieht, ne? Ja, aber war halt nötig irgendwie, wegen der Verkabelung. Ja, auf jeden Fall hier hinten hat dann die Stadt auf einmal aufgehört. Hier ging auch die Mauer nicht mehr weiter. Das ist ja alles sehr, sehr unfertig. Ja, hier gab es dann noch eine kleine Zuckerrohrfarm. Die können wir ja ganz kurz mal betätigen. Genau, die geht auch ganz gut. Geht halt ein bisschen schneller und geht dann hier alles in den Trichter. So, 14 Zuckerrohr. Wow, das ist krass. Dann ist hier noch so ein kleines Höhlensystem, da waren wir auch immer drin. Hier sind noch alles Bäume und alles, das müsste ich alles nochmal wegmachen. Ich werde auf jeden Fall die Welt ein bisschen aufräumen. Ich denke mal, das ist klar. Das mache ich dann auch auf Rojust, aber dazu später mehr. Genau, ja, da hätte ich ja jetzt erstmal alles gezeigt, oder? Ich weiß nicht, ich will ja wirklich alle Details hier zeigen. Ich würde sagen, da können wir erstmal hinten das klären, bevor wir weitergehen. Hier sind erstmal noch ein paar Monsterfallen oder so. Da stand dann hier irgendwie ein Creeper drin und dann Skelett und die konnten sich abschießen oder ich weiß nicht mehr. Das war halt so eine kleine Schallplattenfarm wahrscheinlich, ne? So, hier war auch noch eine Monsterfarm, da sollten irgendwelche Viecher spawnen. Ich weiß aber nicht mehr genau was. Und hier haben wir einen Kohleblock. Genau, da habe ich das Rezept irgendwie aufgehangen. Oder das war jemand anders noch, ich weiß es nicht. Ja, hier hinten, genau, da war noch so ein Denkmal. Das ist nämlich in Gedenken an die Anfänge einer neuen Ära Minecraft. Die erste Holzspitzhacke und das erste Holzschwert. Genau. Gibt's alles noch? Ne, Holzschwert nicht, Steinschwert. So, zack und zack, hängen wir natürlich wieder hin. So rum war's, ne? Genau. Schön, dann, ja. Was haben wir hier noch? Hier hatten sie wahrscheinlich auch noch vor, was wegzureißen oder so. Ich weiß es nicht genau. Ja. Dann hier. Also wie unordentlich hier alles ist. Aber es ist irgendwie auch schön, alles so unordentlich zu haben, ne? Ich weiß nicht. Gefällt mir doch. Hat auch Stil. So, Alter, hier. Das bist hier hinten geflogen, lol. Okay. Ja, was haben wir hier noch so Schönes? Ich weiß gar nicht. Ich guck noch mal. Hier sind auf jeden Fall überall Werkbänke verteilt. Das ist auf Servern immer so. Ja. Was haben wir denn da noch? Ja, hier, genau, das hatte ich noch nicht gezeigt. Das war. Ach doch, das hatte ich gezeigt. Das war das Gemeinschaftshaus. Aber da ging es ja auch noch nach unten. Genau, und da wollte ich nochmal rein und gucken, wohin. Aha. Gibt's noch einen Spender? Das ist noch so ein kleiner Keller. Hier oben ging es dann raus aus der Stadt. Oho, da gibt es ja auch noch einiges. Das zeige ich dann gleich auch noch. Und, ja, Inhaber, natürlich die Essensfrau. Ist ein kleiner Insider. Hier das ist übrigens auch jetzt der Gang zum Keller von mir. Genau, da sind wir. Da wollte ich noch ein kleines Pistentor hinmachen, aber ist dann irgendwie nichts mehr geworden. Ja. Und hier sind ein paar Insider noch versteckt, Gestapo und so. Ja, von unserer Schule war das. Essensausgabe. Immer aus bester Qualität natürlich, das Schulessen. Man kennt es ja. Ja, da wurden so ein paar Insider versteckt. Genau. Hier noch eine weitere Zuckerrohrfarm. Was gibt's denn hier noch? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Das ist noch so ein komischer Keller. Weiß ich gerade nicht mehr, wem der gehört hat. Aber ich guck mal. Ich gehe nochmal hoch. Und ja, nach mir kam ja auch noch ein Spieler hier dazu. Das war dann der fünfte, der kam am 12.07.2013, das war genau vor den Sommerferien, da kam der hier auf den Server. Das war auch ziemlich lustig, mit dem hier zu zocken. Da haben wir irgendwie den ganzen Tag gezockt damals. Das war auch geil. Ja, und da kam halt kurz nach mir. Und das war Antonio. Ich sag's einfach mal an der Stelle. Einfach um, ja, nicht durcheinander zu kommen. Und ich glaube, der hat sogar hier im Gemeinschaftshaus gewohnt, wo wir ja gerade drin waren. Ja, der hatte einfach kein Haus. Ich kann's ja mal noch hinschreiben, ne? Lol. Die haben das sogar mit Malzeichen gemacht. Das will ich gerade gar nicht wegmachen, das Schild. Dann nehme ich mir mal noch eins und schreibe hier mal runter. In Klammern. Antonio.
So. Schreiben wir einfach mal hin, damit ich mir das noch weiß. So. Erde kommt weg. Brauchen wir nicht.